Nun zu einer Frage, auf die noch keiner eine Antwort hat. Wie kamen zwei junge Männer Mitte 20 an einen 300 Millionen Dollar Vertrag mit dem Pentagon? Keine weiteren Fragen. Ich bin kein schlechter Mensch, aber in gewissen Situationen muss ich mir die Frage stellen. Was würde ein schlechter Mensch tun? Gott segne Dick Cheney's Amerika! Angesichts Ihrer Referenzen waren wir besorgt. Aber nachdem wir Sie nun getroffen haben, fühlen wir uns bei Ihnen in guten Händen. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Sirs. Er riskiert sein Leben und beseitigt Löcher in den Büchern der gefährlichsten Gestalten des Planeten. Drogenkartelle, Waffenhändler, Geldwäscher, Auftragskiller.